Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen. Ja, da guckt ihr, mal ohne Timer. Wer hätte das gedacht? Vor allen Dingen mal pünktlich. Das ist natürlich im Live-Fernsehen ist das ein bisschen was anderes. Da kann man nicht so mal eben vorbeikommen, wenn es einem irgendwie gerade so passt. Nee, da muss man richtig liefern, auf den richtigen Moment, aufs Timing hin. Ich habe mich gestern dieser Herausforderung ausgesetzt und der gute Luis hier, Luis Klamroth, wer ihn noch nicht kennt, der muss das regelmäßig machen. Was das bedeutet und wie man das überlebt, vor allen Dingen diese ganze Anspannung permanent. Darüber wird er uns heute ein bisschen was erzählen, hoffe ich. Wir werden ein bisschen darüber reden, was gestern passiert ist oder auch nicht passiert ist. Und natürlich vielleicht auch das ein oder andere kleine Frageleinchen, das ihr an uns habt, noch beantworten diesbezüglich. Aber jetzt kommen wir erstmal an. Luis, machst du dir erstmal bequem. Schön, ganz entspannt. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Das ist, ich glaube, es ist mein erstes Mal auf Twitch. Was? Insofern. Echt, ja? Yeah, also ich konsumiere natürlich, aber ich war noch nie in einem Stream. Also insofern ist das für mich auch eine Premiere. Und ich bin begeistert davon, dass man auch mal so um 20:01 Uhr oder mal eine Viertelstunde später einen Timer runterlaufen lassen kann und so. Weißt du, bei mir ist halt, da zählt mir jemand auf dem Ohr was runter, nämlich 3, 2, 1 und zack, dann weiß ich, da gucken dann 1,5 bis 2,5 Millionen Leute in dem Moment zu. Und hier kann man ja so langsam mal ganz entspannt reinkommen. Ist ja schon mal herrlich, gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, 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 und selbst wenn es dann richtig läuft, diese Mengen an Menschen, die hast du natürlich hier niemals, ne? Und das ist ja noch nicht. Naja, also ich meine, wenn müsste Twitch dann das komplette Fernsehen ersetzen und das ist dann ja schon ein bisschen gefährlich, ne? Wenn wir dann auf dieser privaten Plattform sind und dann die öffentliche Meinung und alles, was darüber geteilt wird, dann so derartig gesteuert wird, oder was meinst du? Ja, nee, ersetzen wird es nicht. Vor allen Dingen wird es nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen ersetzen. Aber es gibt ja auch durchaus gute Privatsender schon im Fernsehen, die auch in privater Hand sind, bei denen ich auch schon gearbeitet habe. Also ich habe angefangen bei NTV damals. Das war meine erste sozusagen Fernsehstation. NTV gehört zu RTL. Und das ist ja auch ein privater Fernsehsender, hatte sehr, sehr gute Erfahrungen da. Habe da so eine Sendung gemacht, hat Klamroths Konter hieß die. Habe da so Einzelpolitiker-Talks gemacht, Politiker interviewt. Und bist du die dann auch richtig hart angegangen, wenn das so ein Konto-Format war? Ja, das war ganz lustig, weil ich hatte damals noch einen sehr viel längeren Bart. Ich sah so ein bisschen aus wie der blonde Pierre Vogel, weißt du, der Hassprediger, so ein bisschen so sein Gast. Und das Lustige war, dass die Politikerinnen und Politiker regelmäßig reinkamen am Anfang und wirklich dachten, da sitzt jetzt ein Praktikant. So, also war wirklich so, dass sie dachten, okay, also macht der das jetzt hier? Und dann waren sie überrascht, wie hart ich dann reingegangen bin und wie, ja, siehst du ein Foto. Genau, ich hab da mal was vorbereitet. Genau, das ist natürlich aber auch nicht schlecht. Also wie aber ein bisschen Pierre Vogel-like, oder? Der Bart, also mittlerweile denke ich so. Naja, als Salafist brauchst du schon ein bisschen mehr Bart als das. Also ja, da wärst stimmt. Du Salafisten-Anfänger. aber klar, gut, für die erste Sendung als extremistischer Politik. Und lustigerweise, guck mal, Fun Fact zu Bart. Ich glaube, ich war damals der einzige On-Air-Gesicht bei NTV, was Bart getragen hat, weil ich glaube, ich habe da keine Belege für, es lag daran, dass eine Medienforschung mal gesagt hat, mit Bart ist man unglaubwürdiger oder wirkt unglaubwürdiger. Mhm. Und deswegen tragen auch so wenig News-Anchor und so, ich glaube, Ingo Zamperoni ist eine Ausnahme, tragen Bart, weil das anscheinend irgendwann mal eine Medienforschung ergeben hat, dass man damit nicht so glaubwürdig über den Schirm rüberkommt. Und das wollte ich dich noch fragen, ne? Also das war wirklich die Frage, die ich mir gestellt. Ich kenne ja auch viele Journalisten mittlerweile zwangsläufig, kommt man nicht drum rum. Mhm. Und die tragen ja maximal so ein kleines Schnäuzbärtchen. Ja, das ist so die Uniform sozusagen. Und ich habe auch so überlegt, vielleicht rasierst du dir noch ein bisschen mehr weg. Vielleicht gehört das jetzt einfach so dazu, zu der neuen Welt, in der ich mich bewege. Jetzt, wo du bei Funk bist, der Bart muss weg. Genau, wir sind ja jetzt sozusagen Kollegen, ne? Also zumindest ARD-mäßig. Auf jeden Fall, Und dementsprechend, sag mal, ist es jetzt soweit oder kommt das erst nach Funk? Nein, um Gottes Willen. Ja, stimmt, erst nach Funk, dann der Bart weg. Nein, um Gottes Willen, bleib so, wie du bist, wie du dich wohlfühlst. Ich glaube, das ist wirklich die Hauptsache, weil, also wenn man dann so eine Sendung wie Hart aber fair zum Beispiel moderiert,
Ich habe jetzt seit neuestem trage ich meine Haare so, wie sie sind, einfach natürlich. Ich habe Locken und ich habe die letzten Jahre im Fernsehen immer, wurden die mir glatt geföhnt. Warum auch immer. Irgendwann hat das angefangen. Ich habe mich da auch nicht gegen gewehrt, fand es da auch okay aus. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, nee, komm, ich habe einfach die Haare so wie ich halt morgens aufstehe, wie ich mich wohlfühle. Das war, haben alle Zeitungen drüber geschrieben. Ich fand auch so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil sonst wird immer über das Aussehen von meinen weiblichen Kolleginnen geschrieben. Insofern alles fein. Aber schon interessant, weil am Ende des Tages ist es, glaube ich, völlig egal und man muss sich einfach wohlfühlen. Weißt du, ich ziehe auch die Klamotten an. Irgendjemand hat mal geschrieben, fand ich ganz passend, ich sehe aus wie der vegane Tommy Schmidt, weil wir auch ähnliche Klamotten tragen. Ich ziehe einfach die Klamotten an, in denen ich mich wohlfühle, weil das Wichtigste ist ja, und das geht ja bei dir nicht anders, man muss sich auf den Inhalt konzentrieren und wenn du dann noch das Gefühl hast, irgendwie es sitzt alles nicht richtig oder was weiß ich, dann lenkt das ab und insofern bleib so, sieh doch top aus. Ah, ist crazy. Also bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen anders, was so die Klamotte angeht. Also mir gibt das tatsächlich was mit Sakko unterwegs zu sein. Irgendwie Ja, so ein bisschen so diese, nochmal eine andere Präsenz dadurch für sich aber das selbst schließt auch sich ja zu nicht aus. etablieren, Nee, so, ne? ich ziehe auf jeden Fall im Fernsehen trage ich jetzt auch nicht Klamotten, die ich privat trage. Also privat trage laufe ich rum, Lack und da Leder. wird ja Lack und Leder nur. Nee, da würdest du mich tatsächlich nicht erkennen, glaube ich. Ich meistens Hoodie und irgendeine legere Hose fertig und raus. Mache ich mir gar keine Gedanken zu, wie ich privat rumlaufe. Schnauzbart. Aber mein Bruder sagt immer, mein privater Style wäre sehr Vanilla, sehr basic, sagt er immer so abschätzig zu mir. Er hat, glaube ich, recht. Und im Fernsehen, das kenne ich auch. Also man muss sich schon so ein bisschen anziehen, weil dann gibt einem das Gefühl, so jetzt bin ich auch da und präsent. Du machst auch bei Funk jetzt, machst du Sakko oder was? Habe ich auch vorher schon. Also Ja, vorher weiß ich, aber jetzt bei Funk, nach wie behältst du vor. bei? Nach wie vor. Ah, stark. Also Ja, sehr gut. es hat sich de facto ja jetzt nichts geändert daran, außer dass der Aufwand, ein Video rauszubringen, natürlich mit der Erhöhung der Qualitätsspirale, die man da jetzt ansetzt, natürlich auch etwas mehr geworden ist. Ja, Ja, jetzt ist es nicht mehr nur du, der quasi seinen Daumen hochgeben muss und sagt, ey, das finde ich jetzt top, sondern da sitzt dann auch noch ein Team von Funk und sagt auch noch mal ein paar Ratschläge und so. Ne? Das ist doch so zeitaufwendig, aber eigentlich ganz gut, oder? das sich nochmal zu hinterfragen. Ne? Also wenn Ja. man etwas einfach so rausplauzt, geht ja auch ja, juristische Sicherheit, ja? Dass man Ja, nicht für stimmt. jedes Wort, das man von sich gibt, dann irgendwie weggeklagt wird. Und es gibt ja einen Unterschied, ob du jetzt 200.000 Zuschauer hast da irgendwie auf einem Video oder dann 500.000. Also die Ja. Wahrscheinlichkeit, dass dann doch mal jemand dabei ist, der dich dann dafür wegklagt, die wächst ja dann mit der Zeit dann doch. Und vielleicht ist das einfach auch eine ganz gute Vorbereitung auf Dinge, die vielleicht noch so kommen. Ne? Aber wie war Ja. denn für dich so der also so dieser Switch? Privatfernsehen, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Der hat bei mir, das war nicht so ein sozusagen so ein kompletter Switch, sondern der war so relativ smooth, weil ich bei ProSieben durfte ich richtig toll um 20:15 Uhr, also auf der großen Bühne, Kanzlerkandidaten und so weiter interviewen und große Politikshows machen und währenddessen schon auch Dokus um 20:15 Uhr im ZDF machen. Das heißt, da hatte ich sozusagen, ich hatte so beides parallel ein bisschen laufen. Das Und ist erlaubt, sowas. Es wird ja mal so nach außen ja. dargestellt, wie es gibt nur diese Welt oder diese Welt. Ja, ich glaube, das bricht gerade so ein bisschen auf, zu Recht auch, weil also warum auch nicht? So, weißt du, guter Content ist guter Content und guter journalistischer Content ist guter journalistischer Content, ob er jetzt bei ProSieben läuft oder eben im ZDF oder ARD. So, der Unterschied ist, bei ProSieben musste ich die Live-Shows immer mal wieder unterbrechen, um zu sagen, und jetzt machen wir Werbung. So. Was für mich auch irgendwie neu war, ne? Also dann stehe ich da neben Olaf Scholz und interviewe den gerade und bekomme dann aufs Ohr gesagt, wir müssen in die Werbung. Und dann sage ich, damals war noch nicht Bundeskanzler, aber Herr Scholz, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Werbung. So, und dann stehst du da erstmal 9 Minuten und musst das irgendwie überbrücken, die Spannung nicht abfallen Was lassen. macht man da mit Olaf Scholz während der Werbepause? Ja, da geht man dann Backstage nach hinten und meistens, weil das ja schon eine richtige Adrenalinsituation ist, auch weil das im Wahlkampf war, ne? Kanzlerkandidaten und so weiter, da redet man dann weiter oder trinkt was schnell und oder er bespricht sich mit seinem Team nochmal gerade und ich mich mit meinem.
kommt der Regisseur nochmal, sagt irgendwie ein paar Sachen, was jetzt gleich passiert und so. Aber das Wichtige ist, dass da nicht so die Spannung abfällt, weißt du, weil du kommst ja danach, für die Zuschauer zu Hause hat sich ja nichts verändert, sondern die Show geht weiter. Aber insofern lief das parallel, es war auch eigentlich ganz cool und ich fand es beim Privatfernsehen auch mega. So, das war, vielleicht hatte ich auch bisher immer einfach Glück mit den betreuenden Redakteuren, Redakteurinnen. Das sind ja die, die sozusagen mit einem dann auch die Inhalte besprechen und sozusagen zuständig sind vom Sender. Und da hatte ich sowohl bei NTV, bei ProSieben, beim ZDF, aber auch jetzt in der ARD einfach immer mega Glück. Ich weiß, dass man auch Pech haben kann, so. Aber ich hatte da bisher richtig Glück und deswegen war der Switch für mich jetzt gar nicht so groß, ehrlicherweise. Ja, das ist auch das, was man oft von den Kanälen hört, die dann Funk verlassen haben, dass es dann auch oft damit zusammenhängt, die betreuende Person hat gewechselt oder es gibt neue Maßgaben, das hat dann alles irgendwie nicht funktioniert, diese persönliche Ebene hat gefehlt. Das war für mich tatsächlich auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, hey, wir probieren das mal, weil ich dieses Feeling eigentlich hatte, dass das eine ganz gute Connection ist. Ey, am Ende ist Fernsehen einfach auch Teamarbeit, ne? Und hat was mit Menschen zu tun. So. Das ist wirklich, da kommt es echt drauf an, mit wem arbeitet man gut zusammen, kann man miteinander. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine Sendung zu machen, wo ich menschlich mit den Senderredakteuren oder so nicht klarkommen würde, dann dafür ist da auch zu viel Druck drauf. Ja, dafür gucken das zu viele Leute. Dafür muss man sich auch einig darüber sein, was man macht. Also in den Grundsätzen zumindest. Natürlich gibt es auch oft harte Diskussionen und wir diskutieren auch echt manchmal lange und manchmal ist es anstrengend und manchmal denkt man auch, oh Mann, jetzt laufe ich hier gegen eine Wand. Mhm. Aber am Ende des Tages, wenn man sozusagen nicht eine Grundsympathie zueinander hat oder ein Grundgefühl, wo man gemeinsam, was man gemeinsam für eine Sendung machen will, dann kann man es, glaube ich, lassen. Dann macht es keinen Sinn. Dann merken das auch die Zuschauer, glaube ich. Wie groß ist denn so ein Team, das für so eine Live-Sendung, also gerade für eine renommierte Live-Sendung, wie hart aber fair da zusammenarbeiten muss am Ende? Ja, du hast es ja gesehen oder ein bisschen mitbekommen. Musst du gleich mal auch erzählen, wie es für dich eigentlich war, sozusagen zum ersten Mal in so einer Live-Diskussion im Fernsehen. Würde mich tatsächlich mal interessieren, ja. Weil so wahrscheinlich ist es nicht so glamourös, wie man sich's vorstellt. Aber das Team ist relativ groß, weil man braucht natürlich einfach auch allein an Technik in so einem Riesenstudio. Wir fahren da, glaube ich, mit 6, 7, 8 Kameras. Wir haben da Augmented Reality Grafiken, wir haben ganz viele andere Dinge und so. Also allein im Studio sind, glaube ich, schon während einer Sendung mindestens mal 50, 60 Leute. Aber nagel mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht genau, die da rumschwirren und arbeiten und alle einen enorm wichtigen Job haben. So, ne? Also es ist schon enorm, enorm groß, finde ich. Also gerade dieser Gedanke, dass ja die Show an und für sich nicht die Show ist, sondern das Drumherum ja eigentlich der Haupt, also das ist, was am meisten Arbeit macht. Ne? Schon alleine die Überlegung, du brauchst Pförtner, du brauchst Securities, du brauchst Leute, die Backstages vorbereiten, Einkaufslisten, Leute, die ganze Venue putzen, die Technik warten, die Technik verkabeln, aufbauen, alles, umbauen, bewegen währenddessen. Leute, die währenddessen mal schnell irgendwie ein Glas Wasser hin und her tragen. Also es sind also ganz viele winzig kleine Steps, die irgendwie zusammen dann dieses Konzept ergeben. Und das ist schon super insane, das zu koordinieren, glaube ich. Es ist insane und es ist vor allen Dingen einfach, das finde ich das Schöne dabei, es ist einfach richtig Teamwork. Also das ist so, da geht eine Hand in die andere über, ein Rad in das andere und am Ende ist es so, ich vergleiche das immer ein bisschen wie im Fußball, das Team spielt eigentlich den perfekten Pass und ich muss ihn dann nur noch reinmachen, den Ball. So. Aber ich kann es natürlich auch verkacken. So, und jetzt, das führt uns zur Sendung von gestern. Nee, Spaß. aber gibt es so Momente, ich meine, wenn dann 2 Millionen Leute zugucken und es gibt so diesen Moment, du merkst, du kriegst die Überleitung irgendwie nicht smooth oder es fällt irgendwie was unter den Tisch oder es gibt irgendwie so eine Situation zwischen Talkgästen, die irgendwie unangenehm wird. Was ist da so dein erster Gedanke oder dein Feeling? Wie fühlt man sich in dieser Situation dann?
Ey, mir gehen natürlich tausend Gedanken die ganze Zeit während der Sendung durch den Kopf. Wir gucken ja bestimmt gleich auch nochmal Ausschnitte, auch Ausschnitte, wir können auch mal einen Ausschnitt gucken, wo ich dich irgendwie zum Beispiel unterbrochen habe, in die Parade gefahren habe, weil mir es gar nicht ins Konzept gepasst hat, was du da dann gerade gesagt hast in der Sendung zum Ah, Beispiel. strategisch war das, ich verstehe, ja. Aber ich finde, das ist ja das Tolle an der Live-Sendung, dass. Für mich ist das fast die ehrlichste Art, Interviews zu führen, weil es gibt keinen doppelten Boden. Was passiert, passiert. Wenn mir Fehler passieren, passieren mir Fehler. So, das finde ich auch vollkommen okay, dass das Leute draußen sehen. Das muss nicht weggeschnitten werden. Ich finde es vollkommen okay, wenn Gäste sich verhaspeln oder mal irgendwie was sagen, was vielleicht nicht ganz so schlau ist. Das ist doch völlig normal. Und ich finde, deswegen mag ich Live-Fernsehen auch so gerne, weil das Adrenalin ist natürlich hoch. So. Und Ey, ich war so während. aufgeregt, ey. Oh. Ja, erzähl mal was. Wir haben uns ja kurz vor der Sendung, komme ich ja rein in die Garderoben sozusagen von euch, von den Gästen und sage Hallo und erkläre nochmal, was wir so vorhaben und so. Das Erste, was du gesagt hast, war: Boah, bin ich aufgeregt. Aber warum eigentlich? Du kennst doch Kameras, live sein. Ja, ist schon richtig, aber man redet ja immer nur mit einer Kamera, ne? Und dahinter sind dann, also in so einer Live-Situation, ich weiß gar nicht, wie viele Leute so einen Stream gucken, 15.000, 20.000 vielleicht. So, das ist ja, an und für sich ist das ja eine überschaubare Zahl. Und wenn das Video dann, was man lange vorbereitet und was man lange durchdenkt, wenn das dann mal eine halbe Million Leute sieht, okay, da ist ja kein Satz dort, wo er nicht sein soll. In so einer Live-Show alleine, ach, ich mache mir schon alleine Stress, wenn ich überlege, wie lange es dauert, dass ich in den Gedanken aus meinem Kopf zu meinem Mund führe und der dann zu hören ist. Also alleine, wenn Zuschauer dann bemerken, wie lang der Typ denken muss, so wenn man die Rädchen rattern sieht sozusagen. Wow, ja, also da fängt es dann schon an, da fängt es dann schon an. Ja, ach, ich finde, ich habe das ja dir auch gestern gesagt. Ich finde, man muss versuchen, so ein bisschen sich davon frei zu machen. Also, wenn man da sitzt, muss man das einfach ich sage dann immer: Komm, wir schaukeln uns da jetzt alle gemeinsam durch, weil es sind 75 Minuten und am Ende ist es auch nur Fernsehen, ehrlicherweise. Also, klar, es wird über so eine Talkshow, über Hart aber fair, wird mehr geschrieben als über manche Bundestagsdebatten am nächsten Tag. Ey, So. insane. Also das war auch das Erste, was ich jetzt so mitgekriegt habe, wie viele Leute eine Meinung dazu haben, auch Ja. im Feuilleton, oder in allen möglichen Zeitungen eigentlich. Also das fand ich erstaunlich. Ja, ist krass. Also ich glaube, ich glaube, es wird auch sozusagen, Talkshows werden ein bisschen zu sehr beobachtet oder ihnen damit ein bisschen zu viel Bedeutung zugemessen, glaube ich. Gleichzeitig zeigt es auch noch die Relevanz. Und es gucken halt einfach sau viele Menschen diese Talkshows. Und das macht ja auch Spaß. Ich mache ja irgendwie journalistische Inhalte, damit sie auch möglichst viele Leute sehen. Und insofern ist das. Muss man dann auch damit klarkommen, dass am nächsten Tag alle möglichen Leute eine Meinung dazu haben. So auf Twitter sollte man nicht gucken direkt, aber der Rest ist ja vollkommen in Ordnung, so. Ich meine, es hat ja auch irgendwie, es wirkt ja auch nach und das ist eine Bestätigung für die eigene Arbeit irgendwie. Das hat ja auch was Spannendes einfach. Ja, also ist ja auch so. Also ich meine, ich wache am nächsten Morgen auf. Wir drehen dann noch immer Hart aber fair to go. Das ist dann so eine Gucken wir Kurzversion, gleich die auch in mal der rein, ja. Medi kommen wir auch gleich rein. Genau, die es in der ARD-Mediathek gibt. Aber deswegen bin ich noch so im Tunnel sozusagen am nächsten Morgen. Aber sobald wir das abgedreht haben, besprechen wir dann natürlich in der Konferenz auch, wie kam die Sendung an, wie fanden wir sie. So. Und das ist dann immer auch spannend, weil auch in einer Redaktion selber hat man ja nicht die gleiche, also denken ja nicht alle gleich oder haben die gleiche Meinung. Ne? Manche fanden es dann richtig gut, manche fanden die Sendung auch gar nicht gut. So. Ich habe hier schon Feedback. Henning schreibt gerade, bitte Sascha Lobo das nächste Mal nicht so viel reden lassen. Ja, Sascha Lobo hat viel geredet. Ich fand, das ist tatsächlich das Feedback, was am allermeisten kommt, normalerweise auch von. Nicht über Sascha Lobo jetzt, aber sondern generell die Verteilung der Redezeit. Da musst du auch nochmal sagen, wie das für dich war. Weil prinzipiell beschwert sich eigentlich jeder Gast nach der Sendung bei mir. Jetzt gestern war das nicht so, aber sonst ist es eigentlich immer so, ich habe so zu wenig geredet. Ich durfte gar nicht so viel sagen, wie ich wollte. Aber von allen kommt das meistens. Und es ist auch so, manchmal gibt es Gäste, die reden mehr, nehmen sich mehr Raum, sind geübter. Ich glaube, Sascha zum Beispiel ist ja jemand, der
einfach auch sehr geübt ist in Talkshows, der genau weiß, wie setzt er Pointen, wie erklärt er etwas kurz und knackig. Und das ist für einen Moderator, jetzt bin ich aber sehr behind the scenes, so, für einen Moderator ist das sehr dankbar, weil ich weiß, das ist eine sichere Bank. Den das kannst heißt, du anspielen. Den kann ich anspielen. Ich kann ihn jederzeit, kann ich Sascha Lobo anspielen und der wird was Kluges zu sagen haben. So. Ja. Und das kannst du nicht mit jedem Gast machen, was ja auch okay ist. Wir haben bei Hart aber fair das Ziel, nicht nur Menschen in der Talkshow sitzen zu haben, die sonst dauernd in Talkshows sitzen. Und wir wollen das total durchmixen. Aber das ist trotzdem eine sichere Bank für mich. So. Und deswegen war der auch gestern oft öfter dran. Aber kann es vielleicht auch sein, dass es zu viele Leute sind für die kurze Sendezeit, sage ich jetzt mal? Ja, das ist definitiv immer wieder, damit hadere ich da auch total. Das ist so in der Vorbereitung, denkt man, ja, man möchte aber die Perspektive noch haben, man möchte diese Farbe noch abgedeckt haben, inhaltlich meine ich das. Man braucht aber noch die Stimme und dann merkt man, und das war gestern wahrscheinlich auch der Fall, es sind zu viele Leute für 75 Minuten. Das ist so, die Einschätzung ist halt so sauschwierig, weil du halt auch nicht weißt, wie performen in Anführungszeichen die Gäste, wie viel Lust haben sie, wie streitlustig sind sie, wie viel wollen sie sprechen, wie pointiert sind sie. Und deswegen ist es so, das ist die schwierigste Einschätzung überhaupt. Also wahrscheinlich hätte man die Sendung, sagen wir mal, vom reinen Redefluss auch mit dem Gesundheitsminister und Sascha Lobo alleine machen können. Dann wäre es aber eine ganz andere Sendung gewesen. Die hätte ich gar nicht gewollt. So, das hätte man machen können, man 75 Minuten das, füllen, aber das wäre nicht die Sendung gewesen, die ich machen wollte. Ja, das wäre tatsächlich mein Kritikpunkt gewesen, so zum Anfang, dass quasi eine Sendung in der Sendung existiert hat, wo so ein Teil des Diskurses eigentlich schon stattgefunden hat, der dann später eigentlich nochmal oder in dieser Form irgendwie auch verquickt stattgefunden hat. Ja, da haben wir uns gedoppelt, ne? So, ja. Fand ich auch. Genau. Da haben wir uns ein bisschen gedoppelt. Das war zu verkopft gedacht von uns, dass wir dachten, wir machen ein bisschen vorne Lauterbach und Lobo, die schon mal das Thema ein bisschen anreißen in Grundsätzen, um dann ein bisschen mehr Kontroverse, unterschiedliche Perspektiven mit reinzubringen. Aber das war verkopft. Also es hat sich gedoppelt und das hat man dann auch gemerkt. Und dann bin ich irgendwie schnell weitergegangen. Und dann fehlte mir die Zeit und so, ja, absolut. Voll. Also um ganz kurz zu sagen, wie war euer Fazit so für euch, bevor wir mal ganz konkret reingucken? Durchmischt. Ich fand es eine, also erstmal, was uns alle in der Redaktion wirklich alle gefreut hat, ist, dass wir das Thema TikTok um 21 Uhr in der ARD besprechen. Weißt du? Und dann mit solchen Gästen. Da sitzt der dunkle Parabelritter mit dem Gesundheitsminister Lauterbach und mit was Tara sagt und Al-Halak, dem FDP-Bundestagsabgeordneten. Ist auf jeden Fall eine völlig wilde Mischung, ja, das stimmt. Eine völlig wilde Mischung. Wie geil ist das, dass wir das einfach mal um 21 Uhr in der ARD machen dürfen? Weißt du, da, so ein bisschen aufbrechen und mal zeigen, ey Leute, man kann Talkshows auch mal anders besetzen und machen. So. Das fanden wir alle richtig gut. Und dann ging die Meinung tatsächlich auseinander. Da haben wir nicht immer ein gemeinsames Fazit. Okay, die Leute, die da waren, war okay. Aber alles andere, da war der... Nein, die Meinung ging auseinander. Also ist dann immer sehr detailliert bei uns natürlich, wo wir reingehen. Nämlich, welchen Themenschwerpunkt hätten wir weglassen müssen? Hätte die Lehrerin Frau Müller zum Beispiel lieber am Anfang kommen sollen? Früher rein, länger zum Thema Schulen debattieren sollen? Ich fand... das war okay, so zu der Zeitpunkt, zu dem sie gekommen ist. Kann aber auch die Kolleginnen und Kollegen in meiner Redaktion verstehen, die sagen, ey, das hat die Diskussion sehr geerdet und in sehr nachvollziehbar am Ende gebracht. Da so, genau. Das hätten wir früher machen müssen. Wir hätten früher darüber diskutieren sollen. Du hast mich ja abgeblockt am Anfang, als ich mit der Medienkompetenz kam. Ich wollte gerade so auspacken, so eigentlich müssten wir Schulfächer abschaffen und das komplett neu denken und neu aufsetzen, weil die Medienkompetenz oder das Verarbeiten von Informationen die Grundlage sein soll. Ey, ich hab mich das ganze Wochenende darauf vorbereitet und ich habe irgendwie 10 Seiten Skript allein an Stichpunkten, weil für mich wären das irgendwie 5 komplette Videos thematisch, die ich einfach irgendwie so eine Dreiviertelstunde durchexerzieren könnte. Und das alles in einer 75-minütigen Sendung, das ist so... Pff.
Ey, aber genau das ist das Problem. Wir müssen sozusagen in 75 Minuten ein Thema, das der Anspruch relativ vollumfänglich umreißen. So, weil wir können nicht so spitz, weißt du, wir müssen da bis zu 2,5 Millionen Menschen abholen um 21 Uhr, die alle auf einem anderen Stand sind. Genau. Du kannst irgendwie bei Twitch oder bei YouTube natürlich viel spitzer reingehen, viel detaillierter in einen Aspekt reingehen und wir müssen halt das so breit aufziehen. Und deswegen aber interessant, du hast nämlich genau relativ am Anfang der Sendung schon angefangen mit dem Bildungsthema und da wusste ich aber ja, ey, es kommt gleich noch eine Schulleiterin, die, und dann reden wir darüber. Deswegen zerschieß mir doch hier nicht meinen geplanten Ablauf. Und I deswegen know. habe ich dich I know. Ich musste den Punkt schon abgeblockt. mal setzen, weil ich wusste, dass dann, wenn die Schulleiterin kommt, die Schulleiterin sprechen darf. Und ich wollte es einfach schon mal setzen, um zu zeigen, dass der Punkt, dass ich auch an dem Punkt schon bin. So, ne? Also, Aber so. lass Genau, uns wir doch mal gucken da jetzt in mal die rein. Stelle, wir können in die Stelle ja direkt auch reingucken. Das ist die 58:15 müsste das, glaube ich, sein. So, wir machen die normale Version ohne Gebärdensprache auf. Genau. So, da, darf ich kurz. Ey. Darf ich kurz was hinter den Kulissen kundtun? Darf ich kurz die Ja, Magie sag. kaputt machen? Ja, klar, erklär. Die, Ja, die. wir gucken es uns an und dann erklärst. Wir müssen es Okay, erst angucken. okay. Bei uns geht es heute um die Frage Populismus, Hass und Fakes. Wie gefährlich sind soziale Medien? Und darüber sprechen wir, weil. Das fand ich ziemlich sweet, weil tatsächlich das war Fake. Also es war quasi vorher aufgenommen und er so in Positur gegangen und so dargestellt, als ob es gerade aufgenommen war. Ja, also wir müssen ja ganz kurz mal so ein bisschen Fernsehmythen hier, die Banken. Ja, das war tatsächlich. Wir haben das vorher in der Probe sozusagen aufgenommen. Hat einfach technische, weil die können nicht von meinem Na Handy auf die klar. Studiokameras schneiden. Deswegen haben wir das, mussten wir das faken sozusagen. Ja. Aber hat, glaube ich, ganz gut War smooth, funktioniert. also war wirklich gut der Übergang. So. Wo war der Timecode doch gleich? Bei 58:15. 58:15. Ich höre jetzt keinen Sound, aber ich weiß, glaube ich, Aber ungefähr, ich wo es ist. denke, Oder warte kannst du mir mal, den freischalten? ich gucke gerade mal, ob ich dir den geben kann. Seit fast 20 Jahren fordere ich ein Schulfach Interneterziehung. Und so wie Das ich. ist genau, das war die Stelle, wo Sascha Lobo jetzt die Interneterziehung fordert. Genau. Also das Fach. Das Deutsch, geht nicht aber. weit genug. Das geht überhaupt nicht weit genug. Wir Ich finde müssen. das schon ziemlich weit. Und so wie die deutsche Bildungspolitik unterwegs ist, wird Ja, aber 2085 absolut. sicherlich was passieren. Ich habe ja nun auch Lehramt studiert. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie das war vor 10, 12 Jahren, als ich dann zum ersten Mal ein Fach. Sag mal, Chat, kann es vielleicht sein, dass ich in dieser Fernsehkamera ziemlich breit aussehe? Didaktik saß und mir dachte, Du hast ach, wie vorhin spannend, jetzt ist das für Video. 21 Uhr ARD dein Hemd ziemlich weit offen. Das hat tatsächlich den Hintergrund, dass mein Hemd mir zu eng geworden ist. Aber Ah ja, ich hatte siehst meine Garderobe schon geplant. Es ging einfach nicht anders zu, ja. Aber du hättest was sagen können. Du hättest was sagen können, dass es diesbezüglich Ey. da Jugendschutzrichtlinie gibt. Jeder, wie er oder sie sich wohlfühlt, wirklich. So, jetzt habe ich mich von mir selbst ablenken lassen. Was war jetzt nochmal der Punkt? Achso, da kam ich jetzt mit der Bildungsdebatte. Ja, genau. Ich fand das einfach an dem Punkt tatsächlich spannend. Und da sind wir dann nicht mehr so richtig zugekommen, weil du ja eigentlich den Punkt machen Ah, wolltest. stimmt, warte, du unterbrichst mir ja jetzt gleich. Wir waren noch nicht an dem Punkt, wo du mich unterbrichst. Warte mal, da Genau. gehen wir noch mal ganz kurz rein. Unterwegs ist, wird Ja, aber 2085 absolut. sicherlich was passieren. Ich Herr. habe ja nun auch Lehramt studiert. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie das war vor 10, 12 Jahren, als ich dann zum ersten Mal in Fachdidaktik saß und mir dachte, ach, wie spannend, jetzt ist das Video ein offizielles Unterrichtsmaterial geworden. Und ich erinnere mich, wie meine Didaktik-Dozentin zu mir sagte, ja, es dauert ungefähr 10 Jahre, bis ein Medium im Unterricht zugelassen wird, dass das offiziell verwendet werden darf nach dem Lehrplan. Und da habe ich dann schon das erste Mal gemerkt, nee, also Lehrer, das wird nichts, das funktioniert nicht. Wenn wir jetzt uns beispielsweise die Entwicklung von KI anschauen, wenn wir uns anschauen, was mit Sora auf uns zukommt, was ich jetzt in den letzten Das ist 12 Monaten für ein meine starker eigene Punkt. Arbeit mit KI geschaffen habe, ich kann mich jetzt fast selbst ersetzen und das innerhalb der letzten Monate an Entwicklung. Wir müssten ganz grundlegend erstmal bei den Menschen ansetzen, die die Kinder überhaupt erstmal tagtäglich im Unterricht haben, mit denen über Dinge sprechen, also erstmal bei der Lehrerbildung ansetzen. Ja, wir haben Und ja eine dann müssen wir. Lehrerin hier sitzen, Herr Und genau. Prinz. Und, Genau, genau. jetzt kam der Punkt, wir haben ja eine Lehrerin hier sitzen, Herr Prinz. Genau, Was genau. wolltest du mir damit sagen?
Was war... Naja, weil du fängst an. Ich fand übrigens einen sehr, sehr spannenden Punkt, den du mir auch gleich nochmal erklären musst. Der funktioniert übrigens als Tipp an Leute, die als Talkshow-Gast mal in einer Talkshow sein sollten. Du machst das sehr gut, dass du von deiner eigenen Erfahrung da erzählst. Ne? Also Lehramt studiert, dauert irgendwie 10 Jahre, bis ein neues Medium im Unterricht sozusagen akzeptiert wird. Das ist das Allerbeste, was ein Talkshow-Gast machen kann, aus der eigenen Erfahrung heraus erzählen und nicht versuchen sozusagen aus anderen Beispielen irgendwie was rauszugreifen oder so, sondern das ist das Stärkste, was du machst. Und dann sozusagen hast du einen relativ langen Redebeitrag da schon und ich will sozusagen das dann in die Lehrerin ins Gespräch reinziehen und eigentlich zum nächsten Punkt kommen und denke, wenn ich dich jetzt weiter reden lasse, dann kommst du auf, ich fand es einen spannenden Punkt, dann kommst du einfach auf ganz viele andere Punkte noch und wir kommen dazu gar nicht mehr. Und deswegen gehe ich dazwischen und sage, jo, danke, wir haben ja auch eine Lehrerin da. Sonst hättest du, ich glaube, du hättest gar nicht gestoppt, sondern weitergeredet. Nö, also wie gesagt, das ist, da kann ich auch den Lobo machen, den du ja nicht unterbrochen hast. Und das finde ich ja so spannend. Also der konnte dann halt immer so auspacken, die safe Bank. So, und deswegen kamen wir dann auch so an den Punkt, wo ich dann, ich weiß gar nicht, wie das auffällt. Ich war nebenbei so ein bisschen mit Tara im Gespräch und weiß gerade nicht, ob wir da auch einen... Ich glaube, die Stelle habe ich nicht. Das war tatsächlich ungewohnt, da weiß ich jetzt nicht, welcher Timecode das ist, aber das war eine Stelle, wo Tara, die, glaube ich, auch ein bisschen nervös war, dir leise sozusagen was zuraunte, ne? Und du es dann sozusagen laut gemacht hast, was ja geholfen hat, sonst hätte ich es nicht mitbekommen. Genau, also es war die ganze Zeit so, dass Tara und ich so ein bisschen vor uns hingetuschelt haben und über alle gelästert haben. Nee, Spaß. Aber also Tara hatte zu vielen Punkten, was sie sagen wollte, aber sie hat sich dann nicht getraut, so rauszuplauzen. Also man hat das ja jetzt gerade so in diesem Moment gesehen. Ich finde jetzt den Timecode gerade nicht. Chat, könnt ihr mir vielleicht kurz helfen, wo der Punkt mit Knuddels kommt? Da könntet ihr mal gerne mal den Timecode reinhauen. Ja, Knuddels, stimmt, haben wir auch noch drüber geredet. Das wäre ganz fantastisch. Ganz vergessen. Der Punkt, den ich da, oder den wir da eigentlich machen wollten, war, vor TikTok gab es ja auch diese schon Plattformen, die gefährlich waren. Und ich hätte auch super gerne noch gesagt, naja, hey, wir hatten alle schon, wie hieß das, Two Girls, One Cup und nee, so? Das natürlich auch, aber da gab es halt auch noch so Mordvideos aus Russland und so ein Zeug. Also wir haben, klar, ist diese Webseiten, ich weiß nicht, ich will die jetzt gar nicht nennen. Rotten.com gibt es nicht mehr. Ja, genau. Naja, gibt es nicht mehr, okay. Ja. Genau. Ah, guck mal, der Chat hat gerade 52 reingeschrieben. Ich glaube euch mal. Ah, stark, Chat. 52. Weh, ihr trollt jetzt und ich verspreche mich da gerade oder sowas. Das wäre gemein, das wäre so gemein. Oi, sieht schon so fast danach aus. Und um die Frage, ob man da vielleicht verbieten muss und deswegen ist bei uns eine Lehrerin. Nee, irgendwie nicht. Nee. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Da moderiere ich, glaube ich, die Frau Müller an. Deren Strategie zu sagen, ungefähr bei Minuten um Karl Lauterbach eins auszuwischen, wähle ich die AfD. Wir machen jetzt und das ist ein. Genau, wo Sascha Lobo gesagt hat, um Karl Lauterbach eins auszuwischen, wähle ich die AfD. Es sind halt diese Sprüche, ne? Es sind halt Sprüche, die zitierfähig sind. Ja, und auch pointiert, so muss man einfach sagen. Das ist, er kann das einfach auch sehr gut. Das ist schon so. Ja, das Gute. Sascha Lobo ist ja durchaus einfach auch ein guter Talkshow-Gast, weil er starke Thesen auch vertritt und gleichzeitig in der Analyse so stark ist, ne? Man ihm auch folgen kann. Man muss ja überhaupt gar nicht alles teilen, was er sagt. Aber er hat einfach klare Thesen dann. Munich schreibt gerade, die Frisurensituation in dem Talk ist auch wild. Die ist wirklich wild. Und pass auf, jetzt pass auf, du sahst ja, genau, man überlegt ja, was wir wirklich richtig lange überlegen für so einer Sendung ist, wer sitzt wo. Weil das ist nicht ganz unkompliziert in diesem Studio, weil man interpretiert ja auch Dinge da rein als Zuschauer. Also in dieser Sendung jetzt gab es keine klare Konfliktlinie, so wie es eine Konfliktlinie gibt beim Thema Migration, Klimakrise. Ja, da hattet ihr eine ziemlich klare... manchmal kann man dann pro, contra oder man kann Politik und Bürger oder so machen. Und das gab es ja jetzt hier nicht. Und wir hatten zwischenzeitlich mal überlegt,
dich, Tara und Frau Müller auf eine Seite zu setzen. Und dann dachten wir, ey, es ist komisch, dann denken die Leute, wir haben die drei Langhaarigen einfach auf eine Seite gesetzt. Und so ist es, aber es ist tatsächlich wild von dem Friseur, ist alles dabei. Wir würden mal ganz kurz in diesen Moment reingucken. Ich glaube, jetzt habe ich den richtigen Timecode bekommen. Das glaube ich, ist essentiell und ist genau diese Art von Erziehung mit und für Kinder, die sehr früh anfangen muss. Genau, da hat man nämlich im Hintergrund, hat man Tara schon gehört. Das war auch so die Frage, ob man alles eigentlich hört, was in dem Moment gesagt wird oder ob alle Sachen gemutet sind, bis klar ist, dass jemand was spricht. Nee, es sind alle Mikrofone sind offen. Das ist schon so, weil das ja eine Live-Situation ist und alle reingehen können, wann immer sie wollen. Das wäre zu kompliziert, wenn da jemand sitzen müsste Backstage, alle angucken müsste, alle Kameras. Oh, jetzt will da jemand was sagen und dann das Mikrofon erst aufziehen. Nee, das ist, alle sind offen. Ja. Aber ihr habt doch trotzdem eine Live-Regie mit mehreren Bildschirmen für jede Kamera ein und dann so ein Dirigenten, der quasi... Genau, eine Regisseurin war das gestern, die dann und eine Bildmischerin, nennt man das Bimi. Bimi. Die Bimi, die dann sagt, so jetzt auf die 1, jetzt die 3, jetzt gehen wir in den Kran, jetzt die 5, so solche Sachen, ja, absolut. Alle haben gehört, wie du über die Avocado gelacht hast. Was? Über welche Avocado? Was für eine Avocado? Was? Ach so, gab es irgendwelche Emoji-Diskussion? Nee. Ach so, ja doch, das kann sein, ja. Doch. Es gab wir haben über irgendwie, ich weiß nicht, ob da Avocado vorkam, aber Brokkoli, Döner. Die Aubergine, das war jetzt gerade ein Chat-interner Fehler. Ah, okay, die Aubergine. Aber wofür steht die Avocado-Chat? Wofür steht die Avocado? Avocado. Ja, stimmt, das hat Sascha Lobo erklärt, ne? Das, die Emojis hat er nochmal erklärt. Fand ich ganz hilfreich, ehrlicherweise, für Zuschauer, die da nicht mit so. Die das nicht so kennen. Ja, ich fand das interessant, dass er noch nicht auf den Punkt eingegangen ist, warum das dann auch noch so zu einem Meme geworden ist, von wegen, das macht Cannabis nicht zu Brokkoli. Das ist ja das, das eigentlich so zu dem gemacht hat, weswegen das dann so auf TikTok. Ja, stimmt. Ja. Ich würde das ganz kurz noch einblenden. Frau Müller, ich möchte einmal Frau Müller fragen. Frau Witter hat gerade einen ganz fantastischen Punkt. Dann drehen wir es um. Also auch für Ihren Punkt gerade auch tatsächlich, weil... Also ich weiß nicht, ob sowas normal ist in der Talkshow, aber ich fand das so blöd, weil sie irgendwie 5 oder 6 Mal so gesagt hat, boah, ich würde da auch gern was zu sagen, ich würde da auch was dazu sagen. Und das war so kurz vor Ende. Ich habe so gemerkt, ey, es muss doch jetzt mal hier irgendwie jemand mal dazwischen. Ne? Und nachdem ich jetzt schon Lauterbach abgewatscht und Lobo abgewatscht hatte, dachte ich so, ey, komm, jetzt hau ich nochmal in die Kerbe rein. So. Aber ich habe es nämlich nicht mitbekommen, deswegen hat mir das in dem Falle geholfen. Ich habe es nicht gehört tatsächlich. Da war Tara, entweder hätte sie sozusagen doller reingehen müssen oder ich hätte ihr mehr den Raum geben müssen. Oder sie im Blick haben müssen, hatte ich in dem Moment nicht. Deswegen hat das da tatsächlich geholfen, dass du dann nochmal da reingegangen bist. Sonst hätte ich den Punkt wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das ist so, ich habe ja auch, ich kriege auch manchmal echt die Hälfte nicht mit. Also ich muss mich ja so auf die Diskussion konzentrieren. Dann habe ich noch einen Knopf im Ohr, wo mir Leute was reinsagen, nämlich irgendwie ein bisschen weiter nach rechts gehen, gehe einen Schritt zurück, noch 20 Minuten, wir skippen Thema B, ist der Vorschlag dann oder so. Und all das, das ist schon, also ich bin nach so 75 Minuten Sendung fertig, wie nach so einem halben Marathon gefühlt. Das ist schon einfach anstrengend. Ich finde das interessant, dass ihr diese Arena-Lösung gewählt habt. Mhm. Das kenne ich auch aus der Schule, aus der Fachdidaktik. Habe ich auch schon mal so testweise im Unterricht versucht einzusetzen, dass du quasi in alle Richtungen die Schülerinnen und Schüler bespielst, ist super aktivierend, aber extrem anstrengend. Und gerade in der Talkshow, also ich finde das Konzept cool, dass du auch so mobil bist, aber boah. Mhm. Ja, das merkt man dann auch erst, wenn man das Studio gebaut hat. Also, ich bereue das nicht. Ich finde das auch sehr cool. Es macht auch Spaß und ich will mich auch bewegen. So. Das hilft mir total in der Art und Weise, wie ich moderiere. Aber du hast schon recht, es ist wahnsinnig anstrengend, kognitiv.
Ich fand es eine sozusagen, vorher gab es ja nur bei Hart aber fair nur ein Tresen. Also da haben die Gäste sozusagen in einer Reihe gesessen und aufs Publikum nach vorne geguckt. Ja. Und das fand ich immer ein bisschen eine unnatürliche, alles im Fernsehen ist ein bisschen unnatürlich, aber eine zu doll unnatürliche Art, weil die nicht so oft nicht so richtig miteinander gemeinsam ins Gespräch kommen, sondern das Setup eher eines war, was, glaube ich, manchmal gefördert hat, dass Leute so Statements zum Publikum in die Kamera nach vorne raus, aber nicht aufeinander eingehend gemacht haben. Und deswegen haben wir das jetzt so gebaut, wo man dann einen Tick mehr vielleicht ins Gespräch kommt. So. Oder aktivierend, wie man in der Pädagogik sagt, wie ich jetzt gelernt habe. Deswegen haben wir es so gebaut, ja. Ja. Aber im Vergleich zu Plasberg gehst du ja auch ein Stück zurück eigentlich, ne? Also Plasberg war ja schon immer sehr drin, vor allen Dingen am Ende. Also ich habe das früher als Jugendlicher viel geguckt und so in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass er auch sehr viel mehr persönlich so reingeht mit seiner eigenen Haltung irgendwie. Ja, ach, das weiß ich gar nicht. Es ist eher, also wir sind natürlich einfach grundverschiedene Typen, so. Und ich bin einfach auch eine ganz andere Generation. So, und deswegen war der Studioumbau auch wichtig für mich, ich war davor einfach in Plasbergs Studio. So, das fühlte sich irgendwie komisch an und nicht nach mir, sondern das war von Frank Plasberg geprägt und ja auch 22 Jahre lang geprägt. So, das ist ja sehr krass, das ist eine irre lange Zeit. Deswegen musste ich das auch umbauen und so ein bisschen das zu meinem machen. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist mein Studio und meine Arena so ein bisschen, in die ich dann auch lenken kann, weißt du? Nee, absolut. Aber nochmal kurz Hintergrundfrage. Ja. Das hat bis zu dem Zeitpunkt des Umbaus, hat das auch die Firma von Frank Plasberg produziert? Genau. Und jetzt hast du jetzt deine eigene Produktionsfirma? Oder? Genau. Jetzt produziere ich das mit meiner eigenen Produktionsfirma. Dann kann man natürlich auch so Entscheidungen treffen, wie ein anderes Studio zu machen das Konzept ja auch zu ändern. Also wir haben ja jetzt das Konzept von Hart aber fair zwar so den Kern, glaube ich, weitergenommen auch so, ne? Politik trifft auf Wirklichkeit, da sind echte Bürgerinnen und Bürger und so, das haben wir alles behalten sozusagen an der Marke Hart aber fair, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen zeitgemäß jetzt auch weiterentwickelt, ist mein, also würde ich sagen. Wie schwer ist es, da so moderne Themen eigentlich unterzubringen oder zu pitchen? Also wie muss man sich das vorstellen mit der Themenauswahl? Mhm. Wie wird das mit der ARD verhandelt? Wie hart muss man da ringen? Ach, also alleine, dass wir jetzt um 21 Uhr TikTok besprechen, so zeigt doch schon, dass die da sehr offen sind. Und es ist nie ein sozusagen, ihr dürft das nicht oder ihr dürft das nicht, sondern es ist eher ein gemeinsames Nachdenken darüber, was macht Sinn. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wir müssen einfach so ein breites Publikum da abholen und da überlegt man dann einfach auch gemeinsam, ist das ein Thema, was so viele Leute abholt und interessiert oder ist das ein zu spitzes Thema? Wir setzen jetzt gerade andere Themen, als das früher in Talkshows passiert ist. So, ich glaube, das machen wir vor allen Dingen auch, weil wir uns ein bisschen unterscheiden wollen, auch von den anderen Talkshows. Die müssen sich einfach auch alle ein bisschen unterscheiden. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein Thema gemacht, Investoren-Deal und Baller League um 21 Uhr in der ARD bei Hart aber fair. Also das war auch ein Thema, was... Hat aber nicht so gute Quoten gekriegt, oder? Pass auf, linear. Mhm. Aber das ist ja nur ein Teil der Quote. Mhm. Es gibt die lineare Quote, das sind die wahrscheinlich eher, oder die älteren Zuschauer, die das live im Fernsehen gucken und dann gibt es ja die Klickzahlen in der Mediathek. Und das ist halt das wahnsinnig Schwere, was wir jetzt gerade machen müssen. Aber was ich finde auch die Uraufgabe ist von uns in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, nämlich wie schaffen wir es, die linearen Zuschauer abzuholen, aber gleichzeitig das ein jüngeres Publikum in der Mediathek oder ein mediatheksaffines Publikum dazu zu bringen, den Content auch zu sehen und die Inhalte zu konsumieren. Und diesen Spagat, das sind die meisten Diskussionen eigentlich, die wir haben. Also funktioniert Baller League im Linear? Offenbar nicht so richtig. Funktioniert es online? Ja. Funktioniert TikTok im Linearen? Ganz okay.
wahrscheinlich wird es in der Mediathek ein bisschen besser funktionieren. Aber das sind so immer so Abwägungssachen. Und dann klassische Talkshow-Themen, ja, also was weiß ich, Migration, da, die funktionieren, da weißt du, das funktioniert irgendwie linear, da kriegst du die Quote. Ja. So. Aber ist das sozusagen auch eine Aufgabe, die ihr habt, dann auch in der Mediathek entsprechend zu funktionieren und auch? Ja, auf jeden Fall, klar, okay. Das ist definitiv die Aufgabe, die finde ich aber auch, ich finde es auch richtig, wir müssen ja sozusagen auch jüngeres Publikum für Talkshows begeistern, oder für journalistische Inhalte erstmal per se und dann in meinem Falle für Talkshows. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, weil du weißt es selber, die viele jüngere Leute tümmeln sich jetzt nicht unbedingt in erster Linie in der ARD-Mediathek, sondern auch auf Plattformen wie YouTube, Twitch und so weiter. Also wir reacten sehr viel auf auch auf Mediatheks-Inhalte. Also ja, genau, aber ihr reactet auf Mediatheks-Inhalte, aber gucken tun das die Leute auf YouTube. So. Aber die wächst total, die ARD-Mediathek. Mhm. Auch beim jungen Publikum, es kommen immer mehr junge Leute dahin und merken auch, das muss man ja auch mal sagen, es gibt einfach richtig viele geile Inhalte in der Mediathek. Man muss sich manchmal so ein bisschen durchwuseln und die finden, so ist nicht immer ganz leicht. Aber ey, wenn man da mal sich reingefuchst hat, gibt es einfach richtig coole, gute journalistische Inhalte da. Die versuchen wir sozusagen mit Hard Aber Fair und Hard Aber Fair to Go auch so ein bisschen präsent zu sein. Es ist auf jeden Fall sehr lustig. Jetzt schreibt eine Person, die ARD-Mediathek ist auch die Hölle und direkt darunter Mediathek ist Liebe. Also, ja, also das ist sozusagen die Spannbreite, wie das wahrgenommen wird, ist schon krass. Ja, ey, manchmal finde ich, manchmal verzweifle ich auch, weil ich Sachen nicht finde da. Aber das Tolle ist einfach, es ist so wahnsinnig viel geile Sachen da. Wenn ich da eine Doku anklicke und dann die nächste vorgeschlagen bekomme, dann bin ich da manchmal im Rabbit Hole und komme nicht mehr raus. So, und auch die ganzen Sendungen, ey, ist ein wahnsinniger Schatz. Und die Verknüpfung jetzt auch zwischen ARD und ZDF-Mediathek. Das heißt, wenn ich Inhalte suche bei der einen Plattform, kriege ich die auch angezeigt in der anderen. Also erster Schritt dahin, dass man es zusammenlegt sozusagen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es ganz zusammengelegt wird. Ich weiß tatsächlich nicht, was die Pläne sind, aber es hilft, dass man sich ein bisschen besser zurechtfindet zumindest. Hm. Wir gucken noch mal rein in die Sendung. Es sind ja noch ein paar interessante Timecodes. Beispielsweise bei 36:16 hast du mich auch unterbrochen, wohl irgendwie? wir gucken uns nur die Sachen an, wo ich unterbrochen worden bin. So, ich weiß es gerade selber nicht mehr, was ich da gesagt habe. Guck mal da mal rein. Ah, ich weiß es. Ja, okay. Abfließen. Ja. So, und das ist auch ein Diskurs, den wir auch in Europa schon geführt haben. Allerdings habe ich immer das Gefühl, dass man sich erstmal anschaut, was passiert denn auf der anderen Seite des Atlantik und wie reagieren wir dann dazu? Weil im Endeffekt sind wir ein kleinerer Markt, obwohl 20 Millionen Deutsche auch TikTok täglich benutzen. Herr Lauterbach, wieso gehen Sie als Minister auf eine Plattform bei... Da wollte ich noch was sagen. Ja, da wolltest du, glaube ich, deswegen habe ich den Timecode auch rausgesucht. Ach so, jetzt beginnt der Timecode ja erst. Stimmt, genau. Den Punkt habe ich jetzt gemacht. Dann gucken wir jetzt noch kurz weiter. Klar ist, ob nicht massenhaft Daten von China abgefangen werden und da ausgelesen werden. Zunächst einmal glaube ich, dass ich versuchen sollte, die Leute zu erreichen, die TikTok jeden Tag anschauen mit meinen Botschaften, mit unseren Botschaften. Und zum Zweiten müssen wir dann natürlich besonders vorsichtig sein. Daher habe ich zum Beispiel für TikTok auch ein eigenes Handy beschafft, welches ich nur für TikTok verwende, was auch kein Diensthandy ist. Somit, also hier ist nichts drauf, was also erspäht werden könnte. Die TikTok-Inhalte sind öffentlich und sonst ist das an keinen Server angebunden, den ich also nutze. Das Gleiche gilt auch für unseren Ministeriums-TikTok-Account. Der wird auch betrieben durch eine Firma. Wir stellen die Inhalte, außerhalb des BMGs. Wenn man schon solche... Oh ja, man sieht, ich setze an, ich gestikuliere schon. Ich habe Blickkontakt zu dir, wie du mir im Vorfeld gesagt hast, stell Blickkontakt her, wenn du was sagen möchtest. So, ich habe mich an alles gehalten. Vorsichtsmaßnahmen. Ja. Aber genau das, und deswegen habe ich die Stelle rausgesucht, weil ich wollte noch wissen, was wolltest du da eigentlich sagen? Weil Lauterbach erklärt ja, das fand ich ganz interessant, er hat extra ein Handy für TikTok,
Und da merkte ich so bei dir, da bist so, da, das, genau, da bist ich du wollte, skeptisch. Ich wollte das sagen, was Lobo dann später gesagt hat, dass es natürlich noch viel mehr Daten gibt, die interessant sind. Ja, also okay. Standort beispielsweise. Ne? Und dann eben auch gleich quasi das, was ich, glaube ich, dann noch später gesagt habe mit dieser Phishing-Mail. Also das ist natürlich auch wiederum als User problematisch sein kann. Also ich finde, wenn du als Minister TikTok benutzt, warum dann nicht einfach einen Angestellten mit einem Zweithandy haben, der dann halt einfach das Zeug nur hochlädt und das Ding dann wieder ausmacht. So, ne? Also okay. Warum jetzt diese persönliche Ebene da reinbringt, das machen Influencer ja auch nicht, also viele. Ne? Ist das so? Ja, schon. Ja, ich verstehe. Ja, ich bin gerade mal im Chat drin. Lese die Kommentare, habe ich ja, warum ich das jetzt erst mache, weiß ich auch nicht. Es kommen auf jeden Fall sehr viele Fragen jetzt schon rein. Wir können gerne, weil wir heute alles ein bisschen zeitlich ähnlich eng haben wie bei Heart of a Fair, können wir ja gerne mal noch eine kleine Fragerunde hier anschließen. Sehr gerne, ja. Es kommt schon, ich habe eben schon gelesen, dass es so ein durch die Themen gereihte war sozusagen, dass es zu hektisch war und immer wenn es interessant wurde, ich das Thema gewechselt habe. Habe ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen kann ich das nachvollziehen. Vielleicht haben wir uns zu viel vorgenommen. Zu viele Themen, zu viele Gäste. Das nehme ich an, die Kritik, sehr gerne. Kann durchaus sein. Dr. Med Rescher schreibt gerade, kannst du Luis mal bitte fragen, ob ihm bewusst ist, dass die Talkshows gerade den schlimmsten Lügnern und Populisten eine Bühne bieten. Weiß er, wie viel CDU, CSU lügen? Eieieiei. Dr. Med Rescher, ich habe es selber gelesen. Mir ist sehr bewusst, wem wir wann wie eine Bühne bieten. Und das diskutieren wir auch die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass übrigens ich nehme jetzt mal die demokratischen Parteien im Parlament. Bei denen mit denen kann man allen gut sprechen, reden. CDU, CSU genauso wie SPD, genauso wie FDP, Grüne, Linke. Ein bisschen speziell und schwieriger ist es bei der AfD. So, das ist einfach so. Das ist eine andere Situation, die wird... morgen werden wir wissen, da gibt es noch eine wichtige Gerichtsentscheid dazu, ob der Verfassungsschutz die nochmal auch anders einstuft jetzt. Aber es gibt Landesverbände, die sind gesichert rechtsextrem, werden als gesichert rechtsextrem eingestuft oder rechtsextremistisch und so. Und mit denen zu diskutieren, ist schwieriger und ist anders. Aber ansonsten finde ich, sollte man nicht den Meinungskorridor irgendwie einengen, indem man sagt, man redet mit einer bestimmten Partei da nicht mehr, weil man irgendwie meint, die reden mehr Quatsch als andere Parteien. In meiner Erfahrung, ehrlicherweise, kommt es auch sehr darauf an, einfach wer, mit wem man spricht, von welcher Partei. Man kann die nicht alle so in einen Topf werfen, sondern es kommt immer echt darauf an, mit welchen Politikerinnen und Politikern man da sitzt. Und vielleicht noch ein Nachsatz, der so ein bisschen genereller ist. Ich habe in der Zeit, in der ich jetzt Talkshows moderiere, ein bisschen mehr Verständnis für Politikerinnen und Politiker bekommen. Mhm. Also, dass die, und vielleicht kannst du das nachvollziehen, nachdem du in der Sendung saßt, aber die müssen so wahnsinnig darauf achten, was sie sagen. Und dieses Phrasenhafte, was uns alle ja immer nervt, dieses immer die gleichen Phrasen, ein bisschen wenig Inhalt manchmal und so. Das kann ich ein bisschen verstehen. Ich kämpfe dagegen an in der Talkshow, aber ich kann es mittlerweile ein bisschen verstehen, weil wenn da eine Politikerin oder ein Politiker einen Satz sagt, der auch nur ein bisschen abweicht von der Parteilinie, der jemandem widerspricht aus der Partei oder so, dann ist am nächsten Tag, weil alle Zeitungen über diese Talkshow schreiben, in jeder Zeitung ist das dann Thema. Und dann hast du als Politiker erstmal eine Woche Arbeit, das wieder einzufangen. Deswegen kann ich das so ein bisschen verstehen, dass das manchmal auch phrasenhaft ist aber mich nervt es natürlich auch, so gar keine Frage. Frage meinerseits kurz, wie schaut das denn aus bei Menschen wie Karl Lauterbach, die ja einen extrem engen Schedule-Plan sozusagen haben? Mhm. Haben die überhaupt Zeit, in so einem Moment sich auf sowas vorzubereiten, oder ist das tatsächlich dann aus dem Stegreif, dass sie dann aus dem Stegreif sowieso in ihren Themen und in ihren vorbereiteten
Phrasen eben dann drin sein müssen, weil sie gar nicht die Zeit haben, sich nochmal intensiver darauf vorzubereiten. Nee, die bereiten sich schon darauf vor, vor allen Dingen jetzt ja, das war ja ein Thema, was nicht Lauterbachs Home-Turf ist. Also ja. Gesundheitspolitik, hätten wir jetzt über Krankenhausreform gesprochen, da braucht er sich nicht vorbereiten, das kann er im Schlaf. Aber jetzt TikTok, da wird er sich nochmal mit seinem Team ein bisschen was durchgelesen haben. Vorgestern, wahrscheinlich auf Autofahrten zwischen Terminen, wird er Briefings bekommen haben und sich da eingelesen haben. Das machen die schon. Ist ja, so eine Talkshow ist jetzt auch nicht mal eben gemacht für so Politikerinnen und Politiker, sondern die sind dann auch, gibt auch Leute, die sind, auch wenn sie in mehreren Talkshows schon saßen, trotzdem noch nervös und angespannt. Ich habe hier noch eine, jetzt gerade im Chat eine ganz gute Frage gelesen von Maiogo oder Maiogo, wie auch immer. Wie geht ihr mit ich moderiere das jetzt einfach hier, ne? Ich wollte gerade sagen, aber da ich dir gestern auch so ein bisschen aufmüpfig war, lasse ich dir den einen durchgehen. Wie geht ihr mit Falschinformationen während der Talkshow um? Bemüht ihr euch, diese aufzuklären oder hofft ihr, dass nach dem Motto laissez-faire sich die Gäste gegenseitig aufklären? Beides, so ein bisschen. Wenn es Falschinformationen sind, die wir antizipieren, das gibt es ja, dass ich weiß, ich habe in Interviews gelesen von Gast XY, dass der immer mal wieder mit einem Punkt kommt, der einfach nicht stimmt, dann kann ich das vorbereiten, dann kann ich da direkt drauf eingehen, wenn der Gast das sagt. Dann gibt es aber auch Momente, wo wir dezidiert Experten da sitzen haben. Beispiel, wir reden über Corona. Da haben wir dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da sitzen, die im Notfall Falschinformationen direkt in der Sendung widerlegen kann. Aber es passiert natürlich auch, dass du in einer Live-Situation Falschinformationen kommst und du kannst sie nicht in dem Moment widerlegen, weil da geht es um komplizierte Studien und. Und dann dafür haben wir den Faktencheck. Also am nächsten Tag, und das funktioniert auch ganz gut, haben wir auf der Website einen Faktencheck, aber auch hart, aber fair to go, also das, was ich heute Morgen aufgenommen habe, da kann ich dann nochmal sagen, wir haben uns das nochmal angeguckt, wir haben das recherchiert und das, was der dunkle Parabelritter da gestern gesagt hat, das stimmt nicht, weil A, B, C, D. In deinem Fall gab es jetzt nichts. War alles richtig, was du gesagt hast, aber vom Prinzip her. Ich habe gedacht, jetzt hier noch gleich ein Expose hinterher schieben, aber du hattest, weil du es jetzt gerade nochmal angesprochen hast, wir haben ja noch 2-3 Minütchen Zeit, nochmal in dieses To-Go-Format reinblicken. Da gibt es nämlich einen ganz guten Punkt, über den man nochmal sprechen kann, also nochmal als sozusagen Stilfrage auch. Das To-Go, vielleicht zur Erklärung, damit die Leute jetzt nicht verwirrt sind, also das To-Go-Format ist jetzt hier, das ist 22 Minuten. Ist hart, aber fair, nur mit Herrn Trotschmann moderiert. Das ist dasselbe. Es ist hart, aber fair in kurz, in Highlights sozusagen. Also kann man sich ganz gut angucken und mit noch mehr Informationen. Genau. Also hier ist jetzt eine kurze Szene. Da geht es um die Frage, wie reißerisch sollen eigentlich Schlagzeilen sein? Ich blende das nochmal kurz ein. Das ist eine Katastrophe. Geht guter Content nur mit weniger Zuspitzung, mit weniger Clickbait? Und ist alles, was zugespitzt ist, dann auch automatisch nicht so gute Qualität? Na, aus Luis Klamroths Kinderzimmer gestreamt, by the way. Genauso, nicht nur Politiker genauso. Auf TikTok fragen sich, wie reißerisch kann ich formulieren, ich damit es nicht unseriös wird. Auch wir diskutieren das ständig. Online-Medien wollen Klicks, Views, Abos, Kommentare und auch wir fragen uns jede Woche, wie wir es schaffen, dass ihr auf Hard Aber Fair To Go klickt und bis zum Ende guckt. Wie soll das Vorschaubild aussehen? Wer ist darauf zu sehen und für welchen Titel entscheiden wir uns, bis wir den zum Beispiel... Das ist doch gerade auch der neue Social-Media-Trend, dass man nebenbei so sich abschminkt oder anschminkt. Das wollen wir damit machen. Ja. Genau. Beispiel gefunden haben, dauert's. Einige sind viel zu lahm, andere sind... Aber ich finde das geil, dass du es hier nochmal so einblendest, wie ihr sozusagen über die Themen, Titel für die Themen oder für die Sendung nachdenkt. Weil genau so sieht das bei uns auch aus. Also wir schreiben auch eine ewige Liste hin und her, wie können wir es noch ein paar Buchstaben kürzer machen, noch ein bisschen treffender, noch ein bisschen deutlicher einfach. Ne? Ja, das ist die Idee dabei, das so ein bisschen transparent zu machen, weil man fragt sich ja immer, weißt du, es regen sich auch wahnsinnig viele Leute über Titel auf oder über die Gästeauswahl und so weiter. Und weiter bei Fair to Go ist die Idee zu sagen, ey, darum treffen wir diese Entscheidung oder deshalb haben wir es gemacht. Soll ich den Abschnitt noch zu Ende spielen? Ja, mach ruhig. Viel zu doll. Am Ende versuchen wir, den Titel zu finden, der catchy ist, aber nicht wertend oder reißerisch.
Manchmal bekommen wir trotzdem Kritik dafür. Für einige könnten wir noch nüchterner sein. Teilen der AfD wird vorgeworfen, auf emotionale, provokante, reißerische TikToks zu setzen. Ich glaub, sogar funktioniert ja offenbar auch. Bitte? Ich glaube, sogar du kommst gleich noch. Oder wo sind wir bei 8:39? Ja, wenn du noch eine Minute laufen lässt, kommst du auch noch mit einem Hot-Take. Eine Minute schaffen wir bestimmt noch. Ja, ja. Aber warum eigentlich? Unsere Generation, sage ich jetzt mal ganz populistisch, lebt ein Stück weit in dieser virtuellen Realität, ja, im Netz. Und zieht, wir hatten das am Anfang gehört, auch Informationen von TikTok, von YouTube, von diesen Plattformen. Also es ist ein Teil des Lebens. Und dass dort Parteien hingegangen sind und gesagt haben, wir erklären euch jetzt einen Teil von der anderen Seite der Realität, dort, wo ihr euch zu Hause fühlt. Das war ein smarter Move und da waren sie einfach ein bisschen schneller und ein bisschen effizienter unterwegs als die etablierten. War smarter Move zu sehr Internetsprache? Gute Frage. Es gibt, das stelle ich mir während der Sendung oft die Frage, ist sozusagen, also Content Creator zum Beispiel wäre, müssen wir erklären. Algorithmus zum Beispiel, haben wir uns vor der Sendung echt Gedanken gemacht, müssen wir das übersetzen? Was ist das? Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der das guckt, irgendwie das alles weiß. So, weißt du? Und das ist immer eine wahnsinnig schwere Frage. Und der Trick, den ich dann immer mache, ist, dass ich sozusagen naiv anstelle des Zuschauers nachfrage. Also hättest du jetzt gesagt Content Creator, dann hätte ich gefragt, Content Creator ist was? Und dann hättest du es erklärt, sozusagen. So hätte man es machen können. Genau. Also da jetzt hier im Chat schon wieder Kritik kommt wegen dieses offenen Knopfs. Wenn ihr genau hier hinschaut, seht ihr, dass auch dieser Knopf zu eng ist und auch dieser Knopf zu eng. Also dieses Hemd, was ich mir da parat gelegt habe, es ist einfach nicht mehr sportmäßig passend. Ja, also get over it. So, kommt da jetzt noch ein Take von dir? Danach? Nee, sorry, okay. Kam nur dein Text. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr, du schmeißt mich einfach raus, ne? Ich habe den ganzen Abend Zeit. Ich schmeiß dich raus, ich krieg ja gleich noch Besuch von Stay, damit wir dann eine ungepflegte Influencer-Diskussion führen können. Der offizielle Teil des Abends ist dann sozusagen beendet und dann kommen wir dann zur Aftershow-Party quasi. Ich wollte den Teil einfach nur, weil ich glaube, du machst ja ähnliche Gedanken für YouTube, ne? Also sozusagen, was für Titel wählst du und wie zugespitzt sind die? Also Thumbnail und so. Ach, übrigens, zu dem, was du eben gesagt hast. Ich habe jetzt gerade bei Hard Aber Fair to Go ja gesagt, Vorschaubild anstatt Thumbnail, damit es auch alle verstehen. Weißt du, also das sind dann so Formulierungsüberlegungen, die ich dann schon mache und sage, ey, lieber nicht Thumbnail, lieber sage ich Vorschaubild, damit es alle verstehen. Aber das ist halt, deswegen haben wir die Liste da eingeblendet, machen uns so wahnsinnig viel Gedanken darüber, was ist eine nötige Zuspitzung, was bringt die Leute darauf zu klicken, aber was überspitzt es auch nicht, was macht es nicht zu reißerisch und so. Und ich wette, bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich. Ne? Ja, also wir überlegen uns, was wäre dann zu reißerisch und dann nehmen wir das einfach. Ja, das geht auf YouTube. Nee, das ist selbst auf YouTube ist das schwierig. Also das jetzt nach der Sendung ist auch wieder was aufgeploppt, so aus politisch ziemlich eindeutigen Kreisen, wo ich dann so ein bisschen dargestellt werde als der hier linksradikale Propaganda macht. Und das funktioniert natürlich ganz hervorragend aufgrund der Titel, die meine Beiträge haben, weil die Leute sich komplett, also ich provoziere ja komplett mit den Titeln und dann ist es ja eigentlich relativ ausgewogen, was dann kommt. Klar, Ragebait hat auch so seine negativen Seiten. Siehst du, Ragebait ist nämlich, dann holst du dir sowas ab. Das ist, aber wir machen uns, und da gibt es in der Folge Hard of Hair to Go noch mehr solcher Diskussionen, wo ich so ein bisschen erkläre, in was für einem Zwiespalt wir da manchmal sind. Ja. Weißt du? Also, aber ich finde es interessant, ich gucke auch deine Titel, habe ich mir auch vor der Sendung natürlich angeguckt nochmal. Du gehst schon hart auf Kante, würde ich mal sagen. Mit den Titeln oder generell? Mit den Titeln. Ja. Mit den Titeln. Ja. Nee, bei den Videos, da nimmst du ja dann den Platz, irgendwie zu erklären und reflektieren und so weiter. Habe ich dir auch gestern schon gesagt. Aber die Titel sind natürlich, klar, das ist, da gehst du richtig auf Kante. Ich glaube, so doll könnten wir es nicht machen. So, das ist da. Das bezweifle ich auch, ja. Ja, also wie gesagt, ich finde das aktuelle Konzept sehr dynamisch, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde das auch gut mit dieser Arena-Situation. Ich würde mir natürlich wünschen, dass so ein Thema vielleicht ein bisschen
in Stücke gecuttet wird, also dass man wirklich nur eins von diesen drei großen Oberthemen so nimmt für eine Sendung und dann wirklich vielleicht ein bisschen deeper reingeht oder dass man vielleicht irgendwie, ich meine, mehr Zeit kriegt ihr vermutlich nicht, ne? Also diese Seite der Medaille. Nicht im Live-Fernsehen, nee, das ist da ist Cut-Off. Also ich darf eine Minute überziehen und dann wird der Bildschirm schwarz. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man eine, also jetzt mal wirklich so eine ganz, ganz außenstehende Frage. Wie fühlt sich das an, wenn man eine Sendung hat, die von mehreren Millionen Deutschen und wöchentlich im Endeffekt gesehen wird und man dementsprechend auch permanent diskutiert wird, Leute permanent über die eigene Leistung diskutieren, über das, was man politisch, aber auch privat so tut und lässt, wie verändert das so den eigenen Alltag, wie verändert das so die, naja, im Endeffekt das eigene Privatleben auch? Also erstmal Chat, ich bin ganz bei euch, lass uns aufhören, Alex zu objektifizieren, der Knopf, das ist halt so. Und jetzt zu deiner Frage. Es ist, also bevor ich hart aber fair zugesagt habe, war mir das natürlich klar, dass man dann auf einmal zu so einer Projektionsfläche wird. Diese Talkshows sind einfach so im Fokus von allen. Anhand dieser Talkshows geht ja auch immer die ganze Rundfunkbeitrag-Diskussion und so wird daran irgendwie festgemacht. Das heißt, ich wusste das und trotzdem ist es was anderes, sich das theoretisch vorzustellen und es dann zu erleben. So. Mhm. Und das gibt Momente, wo das ganz schwer für mich ist, weil es mich nervt, in der Öffentlichkeit zu stehen und weil es manchmal Dinge schwierig macht. Und es gibt aber auch Momente, wo ich mir denke, ey, offenbar hat das, was ich tue und die Sendung, die ich moderiere, eine Relevanz, die so groß ist, dass sich da ganz viele Menschen drüber austauschen. Noch lieber wäre es mir, wenn sie sich nur über den Inhalt austauschen und nicht über andere Dinge. Aber das ist halt so. Und dann gibt es halt natürlich irgendwie, das kennst du auch, Dinge, die muss man gar nicht akzeptieren. Da kann man dann auch rechtlich gegen vorgehen. Aber ehrlicherweise zum Beispiel, was ich an Reaktionen auf der Straße bekomme oder wenn ich irgendwie im Zug bin oder so, die sind meistens super positiv. Das sind dann super nette Leute, die mir auch mal irgendwie dann ihre Kritik geben zur Sendung und die Vorstellung, wie die Sendung eigentlich sein sollte und so. Aber meistens total zugewandt und nett und das freut mich dann. Das ist aber sehr interessant. Das ist nämlich etwas, das ich in den letzten 12 Jahren, die ich das hier auf YouTube mache, auch schon erlebt habe. Die Kritik oder die Hasskommentare, sage ich mal, teilweise, die im Internet dann stehen und zu finden sind, die sind so viel drastischer als das, was man jemals live erlebt. Also zumindest kann ich das so für mich sagen. Vielleicht kriegen die Leute auch Angst, wenn sie mich sehen und Kritik üben wollten eigentlich. Ja, du bist auch sehr breit, Alex. Du bist auch sehr breit. Ja, Mensch, das... Aber es ist ja... Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Gradmesser, sollte das für jeden und jede sein, zu sagen... Den Kommentar oder das, was ich jetzt schreibe, würde ich das dieser Person auch ins Gesicht sagen? Und wenn man dann sagt, nee, würde ich nicht, dann schreibt man den Kommentar vielleicht einfach nicht. Es wäre so einfach, ne? Es wäre so einfach. Es wäre so einfach. Genau. Ja, Luis, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir für deine Zeit, dass wir hier nochmal so ein bisschen in die Auswertung gegangen sind, dass du einen kleinen Einblick für uns mitgebracht hast, wie es denn so ist und wie das denn so funktioniert mit einer so bedeutenden Politik-Talkshow in Deutschland. Ich danke dir, Alex, dass du erstens gestern zu Gast warst und dass ich hier meine Twitch-Premiere bei dir feiern durfte. Und danke, Chat. Ihr wart ja, soweit ich das mitbekommen habe, ganz, ganz lieb und nett. Ja, die ganze Beleidigung, die kam am Anfang, als du noch nicht reingeguckt hast. Die wusste ich schon Bescheid. Und ich bleibe jetzt dran, um den richtigen Gossip-Talk oder was ihr da jetzt macht, mir reinzuziehen. Natürlich gucke ich mir jetzt an. Ich bin jetzt auch gleich im Chat und werde ein paar Fragen stellen. Oh, weia. Oh, weia. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, was mich erwartet. Ich wurde von Stay, das ist auch ein sehr erfolgreicher Streamer hier auf Twitch,
der sich auch viel mit Politik beschäftigt, bin ich jetzt nach meinem Übergang zu Funk, bin ich jetzt angefragt worden, dass wir doch mal ein gemeinsames Gespräch führen. Ich bin mal gespannt, ob er mich jetzt in der Luft zerreißt für meine Staatstreue oder so. Keine Ahnung, das kann alles kommen. Dann Grüße gehen raus, Kollege. Sehr schön, Alex. Dann, vielen Dank. Ruhe dich ein bisschen aus. Das waren ja jetzt wieder sehr turbulente Stunden, wenn du heute den ganzen Tag nicht aus dem Set rausgekommen bist, ja? Ja, ich gehe gleich mal nach Hause und was ich jetzt dann am Ende des Tages tatsächlich nochmal mache, ich ziehe mir, das klingt jetzt selbstbezogen, aber ich muss mir nochmal konzentriert hat, aber Fair to Go reinziehen, weil das haben wir erst gedreht. Ich gucke es mir jetzt gleich in der Mediathek nochmal genau an, weil morgen früh machen wir dann die interne Kritik zu Hard Aber Fair to Go. So geht es immer weiter. Und es gibt Woche immer, dann immer nur Kritik. Es gibt immer nur Kritik. Das ist der ja, die kann ja auch positiv sein. auf jeden Fall finde ich es geil. Eine Sache noch, bevor ich dich entlasse, das hätten wir jetzt fast vergessen, kam sehr oft die Frage im Chat, wie sieht es denn eigentlich aus? Darf man darauf reacten? Ist das für YouTube gesperrt? Wenn ja, warum? Weil es wäre ja eigentlich total gut für die Reichweite und die Bekanntheit des Formats in der jungen Zielgruppe, wenn es auch auf YouTube passieren könnte und sozusagen auch die native Internet-Bubble verarbeiten könnte. Ey, ich bin kein Jurist, deswegen nimmt das jetzt wirklich nicht für bare Münze, was ich sage, aber von mir aus unbedingt. So, ich gucke mir auch Reactions an. Ich habe auch schon gesehen, bei Twitch haben auch jetzt mehrere, wahrscheinlich weil du in der Sendung warst, darauf reacted. Die werde ich mir nachher nochmal nachschauen. Na klar, also why not? Es ist doch... also müsste man nochmal die Juristen fragen, reiche ich gerne mal nach, ich kann ja mal die Hausjuristen bei uns fragen, dann reiche ich das nochmal dir nach, aber ich wüsste jetzt keinen Grund, warum man da nicht drauf reacten könnte. Und jetzt hier die typische Antwort darauf: vor allem bezahlen wir alle ja dafür. So nämlich. Das habe ich mir nämlich auch immer gedacht, als ich als Influencer mir gedacht habe, ich will hier mal auf das und das reagieren, wieso wird das geblockt, das kann ich nicht sagen, ich habe es ja bezahlt. Ja, siehst du, also, aber ich wüsste jetzt keinen Grund, warum man das nicht machen könnte. Wow. Es ist ja, man arbeitet ja dann mit dem Material, man reactet ja dazu, man spielt es ja nicht einfach so plump, hier lädt es hoch. Ich glaube, das geht nicht, aber drauf reacten, ey, why not, ist doch auch Mehrwert und ich gucke es mir, auch an, so insofern. Also bei Funk kann man entscheiden, ob man das blocken möchte oder nicht. Also deswegen, ich habe das alles nicht geblockt, damit alle zerreißen können, was ich sage. So, und genau das Gleiche. Ich entscheide für Hard Aber Fair, ich block's auch nicht. So, das nehmen wir jetzt mal mit als Autoritätsargument. Sehr Luis, gut. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst und wünsche dir einen grusamen Abend. Danke dir auch. Mach's Ciao. Gut. Tschüss. Tschüss, Chat. Ciao.